Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian. Ey, das macht mega Spaß. Hey Leute, darf ich euch jemanden vorstellen? Das ist Johanna. Hi. Johanna ist eine echte Meisterin im Hip-Hop und zusammen haben wir uns eine Checker-Tanz-Challenge für euch ausgedacht. Schaut mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Nicht schlecht, oder? Und wisst ihr was? Ihr könnt das auch. Wir haben euch auf Social Media gefragt, ob ihr uns ein paar Tanzvideos schickt. Und am Ende der Sendung schauen wir mal, wie viele von euch bei der Checker-Tanz-Challenge mitgemacht haben. Aber jetzt tanzen wir noch mal ein bisschen. Ja. Und genau darum geht's auch heute. Ums Tanzen. 1, 2, 3. Ach Mist, das ist ganz schön schwierig. Beim Tanzen geht es um die Freude, sich zu bewegen. Die Musik im ganzen Körper zu spüren und mit anderen im gleichen Rhythmus zu sein. Tanzen macht glücklich. Probiert's mal aus. Die Musik bestimmt den Tanzstil. Anmutig beim Ballett, locker und lässig wie hier beim Hip-Hop. Getanzt wird auf der ganzen Welt und fast schon so lange, wie es Menschen gibt. Die sogenannten Derwische aus der Türkei tanzen, weil sie sich dabei Gott näher fühlen. In Neuseeland tanzen die Maori, um ihre Gegner einzuschüchtern. Und die bayerischen Schuhplattler wollen mit ihren Tanzkünsten Frauen beeindrucken. Tanzen ist eine Kunst, die Gefühle und Geschichten sichtbar macht. Wie das geht, das checke ich heute mit Alan. Johanna zeigt mir, wie man Hip-Hop tanzt, die Tanzlehrerin Luna bringt mir Walzer bei und, Achtung, jetzt kommt's, wir gehen zusammen auf einen großen Ball. Also, 5, 6, 7, 8, hier kommt der Tanzcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Hab sie. Was passiert beim Tanzen im Körper? Was ist eine Choreografie? Und wie geht Walzer? Das checke ich für euch. Los geht es heute an der Mittelschule an der Walliser Straße in München. Ich bin mit dieser Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern aus der 8. Klasse zu einem Tanzworkshop verabredet. Und das ist Alan. Er ist unser Tanzlehrer. Alan ist ein professioneller Tänzer. Seine Tanzrichtung heißt zeitgenössischer Tanz oder auch auf Englisch Contemporary Dance. Guckt mal, so sieht das zum Beispiel aus. Zeitgenössischer Tanz setzt sich aus vielen unterschiedlichen Tanzstilen zusammen. Die Tänzerinnen und Tänzer wollen mit dem Körper Gefühle zeigen wie Wut, Trauer, Freude. Anders als beim klassischen Ballett muss nicht alles mühelos wirken. Die Zuschauer dürfen sehen, wie schwierig und auch anstrengend die Bewegungen sein können. Mal sehen, wie ich das heute hinbekomme. Hi! Ach, Julian, schön, dass du da bist. Schön, euch zu sehen. Darf ich gleich mitmachen? Ja, das ist selbstverständlich. Mach gleich mit. Cool, geht okay. Doch. 4, 3, 2, 3. Erstmal geht's ums Aufwärmen. Dann arbeiten alle hier an einem eigenen Tanz, den sie später zur Musik aufführen werden. Drehungen, Sprünge, Bodenelemente, alles, was einem einfällt, ist erlaubt. Ey, Alan, bevor wir so richtig loslegen, ich bin so ein bisschen nervös, weil ich habe noch nie so richtig getanzt. Boah, das Erste, was ich sagen muss, du musst gar nicht nervös sein, weil jeder kann tanzen. Wir drucken immer was aus mit dem Körper. Wir laufen über den Schulhof, wir warten auf die Bushaltestelle und jeder sieht, wie es uns geht. Ne? Okay. Wir drucken irgendwas aus. Und das ist das Anfang von Tanzen. Okay, ich dachte ehrlich gesagt immer, dass es so beim Tanzen fest vorgeschriebene Bewegungen gibt, die man dann zur Musik machen muss, die dann auch zum Rhythmus passen und so. Es kann natürlich so sein im klassischen Ballett. Es gibt sehr strikte Regeln, genau wie du bewegen darfst. Im zeitgenössischen Tanz haben wir mehr Freiheiten. Das heißt, du bewegst dich in viele verschiedene Formen, verschiedene Stils, aber schlussendlich aus, du wirst irgendwas sagen über dich selbst. Und da hat man viel mehr Freiheiten. Es geht ja total viel um Emotionen, um Gefühle. Aber wie drückt man die denn eigentlich mit Tanzen aus? Wenn ich drehe, so zum Beispiel eine ganz normale, langweilige
Drehung. Ich sage gar nichts, außer ich bin ein rothaariger Engländer, 46 Jahre alt, aber mehr als das kriegt man nicht. Ne? Ich kann die gleiche Bewegung machen, aber eine andere Energie geben. Boah. Ey, okay. Das war jetzt so richtig wild, fast wie so ein Krieger oder so. Aber das ist mein Körper. Viel interessanter wäre, du kannst es sicherlich auch machen. Ganz, ganz einfach. So, zum Beispiel, Julian, dreh einmal für mich. Ganz spontan, nicht denken, einfach das erste Drehung in deinen Kopf. Dreh mal. Fantastisch. Und natürlich, dein Gesicht hat mitgespielt, du hast ein paar Geräusche gemacht, aber hauptsächlich, es war in deinem Körper. Ein bisschen sauer, ein bisschen dieses Ärger. Okay, sehr cool. Also ich habe jetzt schon mal gelernt, dass man durch Tanz ganz viel ausdrücken kann, ganz viele Gefühle. Aber ich habe ja jetzt nur einzelne Moves gemacht. Wie wird denn daraus dann ein richtiger Tanz? Genau wie wir einen Satz bauen von verschiedenen Worten, man baut einen Tanz von verschiedenen Bewegungen. So, come on, let's do this. Gut, bin dabei. Wir sollen verschiedene Bewegungsabläufe zu einem kurzen Tanz verbinden und dabei durch Körpersprache etwas über uns selbst erzählen. Am Anfang fühlt sich das irgendwie komisch an, aber es fängt an, mir Spaß zu machen. Es ist ein befreiendes Gefühl und es ist einfach schön, wenn man tanzen kann. Das glaube ich, macht die sofort. Ich spüre das auch richtig in meinem Körper. Und darum geht es auch in meiner ersten Checkerfrage. Was passiert beim Tanzen im Körper? Tanzen ist Bewegung und das ist gut für unseren Körper. Es hält uns fit und gesund, ist gut für unser Herz und unseren Kreislauf. Beim Tanzen, aber auch bei ganz vielen anderen Sportarten, werden im Körper Botenstoffe ausgeschüttet, vor allem Dopamin und Endorphin. Das sind sogenannte Glückshormone, die uns fröhlich machen. Aber Tanzen unterscheidet sich von anderen Sportarten in einem ganz entscheidenden Punkt. Es ist Musik dabei. 5, 6, 7, 8. Der Takt treibt uns Menschen richtig an. Und durch die Bewegung zur Musik wird noch ein anderer Stoff in unserem Körper abgebaut. Das Cortisol. Cortisol ist ein Stresshormon. Je weniger Cortisol wir im Körper haben, desto weniger gestresst sind wir auch. Tanzen hilft uns also, stresslos zu werden. Wir schütteln den Ärger so richtig ab. Hey, probier's doch mal mit Tanzen. Schon viel besser. Zurück zu unserem Tanzworkshop. 7 Minuten sind um und jetzt sollen wir alle gleichzeitig aufführen, was wir uns ausgedacht haben. Mega! Ey, das war ja voll cool! Hat bei euch alles geklappt? Und wie war das so bei euch? Also was war das für ein Gefühl, als ihr getanzt habt? Also es war ein tolles Gefühl, dass man etwas spontan im Kopf überlegt hat und es dann gut aufführen konnte und es auch jemandem gefallen hat. Also man ist danach auf jeden Fall erleichtert, weil man es dann geschafft hat, wenn man zum Beispiel eine Aufführung hatte. Ja. Okay. Bist du jetzt erleichtert? Ja. Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr irgendwas gelernt habt beim Tanzen, vielleicht über euch selbst? Also ich habe das Gefühl, dass ich gelernt habe, selbstbewusst zu sein und es egal ist, was Leute über mich denken, sondern einfach das mache, was ich denke, was richtig ist und nicht, was andere Leute denken, was schön ist oder richtig ist. Sehr cool. Ich habe richtig viel von euch heute gelernt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. High five! Jawohl! Beim Tanzen werden Glücksbotenstoffe im Körper ausgeschüttet. Wir schütteln den Ärger ab und sind fröhlich und befreit. Gecheckt. Ey Leute, ich habe richtig viele tolle Tanzvideos von euch bekommen. Ich glaube, das mit der Checker-Tanz-Challenge wird richtig gut. Aber jetzt erstmal eine Frage an euch. Wie heißt ein bekannter Schritt im Hip-Hop? A. Top-Kick-Stop. B. Kick-Ball-Change. Oder C. Ball-Hop-Flop. Guckt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Weiter geht's in Kempten im Allgäu. Hier treffe ich Johanna. Hi. Hi. Ich komme hoch, oder? Ja. Johanna ist 15 Jahre alt und das, was sie hier tanzt, heißt Hip-Hop.
Und ihr seht schon, Hip-Hop sieht ziemlich cool aus. Mit ihrer Crew tritt Johanna regelmäßig bei Wettbewerben auf. Sie sind mehrfache deutsche Meister und haben sogar schon bei Weltmeisterschaften mitgetanzt. Hey Johanna! Hi! Du gehst ja richtig ab, Respekt! Danke! Da muss man bestimmt ganz schön viel trainieren, bis man so gut ist, oder? Wie lange tanzt du schon? Ich tanze, seit ich im Kindergarten bin, aber so Turniertanz mache ich seit 5 Jahren jetzt. Dann bin ich ja an der richtigen Stelle, um heute auch ein bisschen was zu lernen. Aber ich glaube, als erstes muss ich noch rausfinden, was Hip-Hop-Tanz eigentlich genau ausmacht. Also Hip-Hop macht auf, zum einen die Klamotten aus, aber auch die Musik und die ganze Umgebung einfach. Alles. Das ist wie so ein Lebensgefühl, oder wie? Ja. Woran erkennt man denn Hip-Hop-Musik? Man kann eigentlich zu jeder Musik tanzen, die im Radio kommt. Und es ist immer so ein bestimmter Rhythmus. Man zählt immer bis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber man kann auch noch so uns einbauen, dann ist es nämlich schneller, also so 1 und 2 und... Oh, dann wird es richtig schnell. Okay. Genau. Und sonst so bei Hip-Hop, da rappen die auch immer, ne? Genau. Das ist auch ein Erkennungszeichen. Ja. Aber wir fangen erstmal langsam an, oder? Genau. Also das Wichtigste im Tanz ist eigentlich das Bouncen, einfach so ganz locker die Knie so beugen. Okay, das Bouncen. Also Hip-Hop ist schon so ein lässiger Tanz, ne? Ja, genau. Und dann ein bisschen versuchen, die Belastung zu wechseln, von einem Bein aufs andere. Einfach ganz normal weiter in die Knie gehen, genau. Die Ferse ein bisschen hochnehmen. Ja. Okay, so langsam komme ich rein. Bisschen mit dem Oberkörper weiter nach vorne gehen. Wir nehmen die Knie ein bisschen höher und die Arme dazu. Wichtig ist, immer das Bouncen beizubehalten, damit alle Schritte nach dem typischen Hip-Hop-Style aussehen. Ey, das ist ganz schön anstrengend, weil man auch an seine Arme, Beine und alles gleichzeitig denken muss. Ihr könnt ja zu Hause auch mal mitmachen. Ach, ist schon wieder falsch. Dieser Schritt hier ist zum Beispiel der Two-Step über Kreuz. Ein Anfängerschritt. Und trotzdem, Mann, ist das anstrengend. Ja, das machst du schon voll gut. Aber jetzt machen wir noch ein bisschen komplizierteren Schritt. Oh, okay. Der ist auch ein bisschen bekannter. Der heißt Kickball Change. Mhm. Also musst du erst kicken, aha, dann abstellen und dann zur Seite. Okay. Und dann mit dem anderen Fuß auch. Ah, ja. Kick, abstellen, zur Seite. Kick, abstellen, zur Seite. Ja, genau. Kick, abstellen, zur Seite. Ja. Kick, Ball, Change. Hey, das klappt ja schon, glaube ich jedenfalls. Wenn du willst, kann ich dir auch ein bisschen was von unserer Choreografie beibringen. Dann kannst du nachher mit uns allen zusammen tanzen. Ey, dazu habe ich auch eine Checkerfrage. Was ist eine Choreografie? Was ist denn eine Choreografie? Eine Choreografie sind, wenn mehrere Schritte zusammengesetzt werden mit Übergängen und es dann alles von allen einstudiert wird, dass das alle am Ende gleichzeitig synchron tanzen zu einem Lied, das alles einheitlich ist. Bist du sicher, dass ich da der Richtige für bin? Ja, das schaffst du schon. Also wir können gleich mal anfangen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Okay, das geht. Ich zeig dir nochmal langsam. Also. Macht doch ihr auch mal mit. 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Genau. Jetzt alles zusammen. Aha. Also. Wir üben noch ein bisschen, damit die Choreografie später perfekt klappt. 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Hey! Ja, das ist schon gut. Hier kommen sie schon. Die anderen Mädchen und Jungs aus Johannas Tanzgruppe. Bei ihren Auftritten muss nicht nur die Tanzperformance sitzen, sondern auch die Outfits, die Frisuren, alles ist aufeinander abgestimmt. Boah, ey, sind das viele und die sehen so professionell aus. So langsam bin ich richtig aufgeregt. Es geht los. Wahnsinn, was die für eine Power haben. Das sieht Hammer aus. Und hier sieht man auch wirklich ganz genau, was eine gute Choreografie ist. Alle kennen die Abfolge der Schritte im Schlaf. Es passt super zur Musik und ergibt ein tolles Gesamtbild. Thank you.
Achtung, jetzt kommt mein Part. Oh oh, die tanzen einfach weiter. Ich erfinde einfach mal spontan was. Okay, hat fast geklappt. Hey Leute, das hat ja mega viel Spaß gemacht. Ey, es war mir wirklich ohne Witz eine große Ehre, dass ich in so einer professionellen Runde hier mittanzen durfte. Vielen Dank euch und danke für diesen tollen Tag, das Ganze zeigen. Und jetzt bin ich ganz schön platt. Eine Choreografie ist ein einstudierter Tanz aus festgelegten Schritten. Alle Tänzerinnen und Tänzer tragen zum coolen Gesamtbild bei. Gecheckt! Habt ihr auch schon mal davon geträumt, auf einem großen Ball zu tanzen? Am häufigsten tanzt man dort den Walzer. Dieser Tanz stammt aus den Zeiten, an denen an den Höfen der Herrschenden große Feste gefeiert wurden. Die Regeln, was sich gehörte und was nicht, waren damals sehr streng. Vor allem, wenn es ums Verlieben ging. Der Tanz war eine Möglichkeit für die Frauen und Männer, sich besser kennenzulernen und sich näher zu kommen, ohne dass es unanständig war. Und ob ihr es glaubt oder nicht, heute Abend gehe ich zu so einem Ball. Dafür muss ich, na klar, Walzer lernen. Und zwar hier, in der Tanzschule TWS in München. Luna ist heute meine Tanzlehrerin. Hier tanzt sie gerade mit ihrem Lieblingstanzpartner Fabian. Wow, bei den beiden sieht der Walzer wirklich sehr elegant und leichtfüßig aus. Hi! Hey! Hi. Hallo, ey, sieht ja voll schön aus, mega elegant. Dankeschön! Danke. Und sowas lerne ich heute auch, oder wir gehen ja zusammen zu einem Ball? Ja! Cool! Glaubst du, ich krieg das hin? Aber selbstverständlich, natürlich! Okay, gut. Na dann, übernehme ich mal Fabians Platz und kläre mit Luna meine dritte Checker-Frage. Wie geht Walzer? Okay, womit fangen wir jetzt an? Das Allerwichtigste, damit wir überhaupt tanzen können, ist die Tanzhaltung. Mit der würde ich gerne beginnen. Okay, die Tanzhaltung, also ja. So wie ich meinen Körper jetzt halten muss. Ganz genau. Wir winkeln beide die Arme an, Ellenbogen an den Körper. Meine Hände lege ich unter Lunas Schulterblätter. Luna hält sich an meinen Oberarm fest. Dann ein High Five und ich nehme mit meiner linken Hand Lunas rechte. Diese Hände zeigen jetzt nach vorne in Tanzrichtung. Probier doch mal. Gut, nach links und nach rechts. Das kann ich jetzt alles über meine Hand auch so ein bisschen machen. Oder über meine beiden Hände, ne? Über beide Hände, genau. Ich bekomme alles super mit, genau dadurch. Also ich habe dich jetzt gerade geführt. Mhm. Machen das dann immer die Männer oder wie läuft das? Am allerwichtigsten ist, dass die Leute überhaupt tanzen. Egal, wer mit wem. Ob Mann mit Mann, Frau mit Frau. Okay, ich glaube, die richtige Tanzhaltung habe ich gecheckt. Was sind jetzt die ersten Schritte? Naja, stell dir vor, ich stehe hier. Wie würdest du denn jetzt einen Tanz beginnen wollen? Ach so, stimmt. Man muss jemanden erstmal zum Tanz auffordern. Nennen wir es Einladung. Ja, das ist schöner. Ja, Du darfst mich quasi einladen. Da kann man ja richtig kreativ werden. Okay, vielleicht müsst ihr es nicht ganz so übertreiben wie ich, aber klar. Man muss erstmal fragen, ob der oder die andere überhaupt Lust hat zu tanzen. Es hat geklappt. Gehen wir noch mal in Tanzhaltung. Mhm. Probier das gleich noch mal aus. Mhm, so nach links und nach rechts. Mhm. Wenn wir das so halten, tanzen wir schon unseren ersten Tanz. Das sogenannte Pendeln ist schon der erste Grundschritt des Walzers. Der Walzer oder die Walzermusik erkennt man immer an den sogenannten Dreivierteltakt. Das heißt, wir haben einen betonten Schlag und zwei nicht so betonte Schläge. Und wenn ich jetzt mitzähle, haben wir quasi ein 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, ich glaube, ich hab's drauf. Das Pendeln funktioniert natürlich auch vorwärts-rückwärts. Probier doch, die Rückwärts- und Vorwärtsbewegung, dieses Pendeln, mal im Uhrzeigersinn zu drehen. Also rechts herum. Also, und drehen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ey, das macht Spaß! Zur klassischen Walzermusik tanzen wir jetzt die Drehung rechts rum und das Pendeln. Das hilft, damit man beim Walzer keinen Drehwurm bekommt. Für den Ball muss ich mit Luna noch das sogenannte Damensolo schaffen.
Das üben wir gleich. Ich hoffe, wir können euch das dann auf dem Ball heute Abend zeigen. Ey Leute, die Checker-Tanz-Challenge ist fertig und ich bin so gespannt, wie es geworden ist. Du auch? Jawohl, dann lass uns reinschauen. Sowas von cool geworden. Vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Das ist richtig toll. Und für euch gibt es auch noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie heißt ein bekannter Schritt im Hip-Hop? A. Top Kick Stop, B. Kickball Change oder C. Ball Hop Flop? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Er heißt Kickball Change. Also musst du erst Kick abstellen zur Seite. Ja, genau. Kick, abstellen zur Seite. Kick, abstellen zur Seite. Kick, abstellen zur Seite. Richtig ist also Antwort B. Gleich beginnt der Ball von Lunas Tanzschule. Mehr als 200 Gäste kommen. Und wow, guckt mal, wie sich alle fein gemacht haben für heute Abend. Oh, Luna wartet schon auf mich. Hi Luna! Mensch Julian, hi! Du siehst ja wunderschön aus. Kann ich nur zurückgeben. Danke, ich habe mich für dich schick gemacht. Vielen Dank. Und ich habe dir was mitgebracht, die sind für dich. Wow, danke schön. Wir sind jetzt an einem richtigen Tanzball und ich freue mich jetzt schon, meine neu erlernten Tanzkünste unter Beweis zu stellen. Sollen wir rein? Auf jeden Fall. Jetzt wird's spannend. Die Stimmung hier ist toll. Alles ist so festlich und ich habe richtig doll Herzklopfen so langsam. Gleich kommt der Eröffnungstanz und wir sind das erste Tanzpaar. Jetzt geht's los! Der Eröffnungstanz auf einem Ball ist traditionell ein Wiener Walzer. Und den tanzen alle mit, die zum allerersten Mal auf so einem Ball sind. Drückt mir die Daumen, dass wir jetzt alles richtig machen. Also los. Eins, zwei, drei. Jetzt das Damen-Solo. Wieder rein. Geschafft. Jetzt die Drehung. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wieder Damen-Solo. Upsi. Entschuldigung. Das macht Spaß. Schon vorbei. Beim Walzer pendelt und dreht man mit Tanzpartnerin oder Tanzpartner im Dreivierteltakt. Gecheckt. Mega, ey, vielen Dank, dass du mir das alles gezeigt hast, dass du mich hier mitgenommen hast. Sehr, sehr gerne. Aber jetzt würde ich sagen, tanzen wir noch mal eine Runde, oder? Auf jeden Fall, los geht's. Und ihr macht's mal gut, bis zum nächsten Mal. Und ziemlich schnell kapiert, hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt, der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian.